Das war ein Tag der offenen Tür an der Realschule. So könnte es immer sein. Die Eltern mit ihren Kindern kamen in Scharen und der Entlassjahrgang 1975 unter Leitung von Charlie Grote überreichte dem Förderverein einen 1.000-Euro-Scheck. Das wird dieses Jahr 45 Jahre, wo wir aus dieser Schule gekommen sind. Da haben wir das ein bisschen aufgestockt, damit das ein einigermaßen vernünftiger Betrag ist. Und diesen Betrag wollen wir gerne der städtischen Realschule zur Verfügung stellen. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank. Das Ganze vom Förderverein, ganz, ganz herzlichen Dank. Und das Ganze über den Förderverein, natürlich über Martin Zwieber, wo ich heute noch heilfroh bin, dass du damals die Position übernommen hast. Immer gerne. Die ich vorher. Sehr guter Vorwahl. Dankeschön. Kann man nicht anders zurückgeben. Dankeschön. Ja, und unser Team hat sich einfach gedacht, dass wir da eine Spende rausmachen. Und von daher hilft uns das auf jeden Fall sehr. Vielen, vielen Dank, dass Sie an uns gedacht haben und dass Sie sich auch immer noch so verbunden fühlen mit der Realschule in Balve. Ja, wir haben bei diesem Treffen haben wir festgestellt, dass das eigentlich von vielen die schönste Zeit gewesen ist. Und das hier soll auch ein Signal sein für andere, die ein Klassentreffen machen, vielleicht das auch ein bisschen übrig behalten und dann auch zusätzlich als Spende weitergeben, weil wir der Realschule halt viel zu verdanken haben. So als Erinnerung quasi. Vielen Dank. Die Klasse der Realschule Balve. Ja. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Bitteschön. Vielen lieben Dank. Ich habe extra. Du bist immer zur Stelle, wenn die Realschule irgendwas benötigt, also ist deswegen nochmal ganz vielen lieben Dank an der Stelle. Ja, danke. Wunderbar. Möchte ich den Scheck auch überreichen. Das Geld fließt zunächst in die allgemeine Kasse. Doch für dieses Jahr sind bereits einige Projekte geplant und da könne man das Geld sehr gut gebrauchen, freute sich Fördervereinsvorsitzender Martin Skieber. Er informierte mit weiteren Mitgliedern auch an einem Stand. Der Tag der offenen Tür wurde sehr gut von Eltern mit ihren Kindern, die im Sommer die Schule wechseln, frequentiert. Informationen gab es reichlich, so auch in der neu erstellten Küche, die die Stadt Balve für rund 100.000 Euro komplett erneuerte. Schüler und Schülerinnen, aber auch die Lehrerinnen sind richtig begeistert von der Einrichtung, in der jetzt immer eine halbe Klasse unterrichtet werden kann, während die andere Hälfte Textilunterricht hat. Insgesamt sind es 12 Klassen, die dort Doppelstundenunterricht haben. An diesem Tag gab es noch viele weitere Infos für Eltern und Kinder.